von euch haben sich ein Video zum Thema Laufen gewünscht und deswegen gibt es das heute für euch. Ich gehe, glaube ich, schon seit ungefähr 7 Jahren regelmäßig laufen, wollte letztes Jahr auch den Köln-Marathon laufen, bin am Ende aber nur den halben gelaufen. Dazu später auch nochmal mehr. Ich habe jetzt einige Tipps für euch zusammengesucht, die euch hoffentlich motivieren, laufen zu gehen, denn ich muss sagen, gerade in der Zeit jetzt tut mir das unglaublich gut, rauszugehen und auch den Kopf frei zu bekommen. Und da ist auch so mein erster Tipp schon mal, macht euch gar nicht so viele Gedanken, sondern wärmt euch ein bisschen auf, da gibt es auch gar nicht so die perfekten Übungen, die man machen muss. Also schaut einfach, was sich für euch gut anfühlt, dass ihr eure Muskeln ein bisschen aufwärmt und dann könnt ihr loslaufen und erstmal so ein Gefühl dafür bekommen. Gerade wenn ihr Anfänger seid, weiß man ja auch noch gar nicht, ob man eher jemand ist, der gerne lange läuft und vielleicht ein bisschen langsamer oder ob ihr lieber schnelle Läufe, die ein bisschen kürzer sind, mögt. Und gerade am Anfang kann es auch gut sein, wenn ihr in Etappen lauft, also dass ihr eine bestimmte Zeit schneller lauft und dann auch einfach mal wieder eine kleine Gehpause einlegt, sodass ihr euch immer mehr an das Ganze gewöhnen könnt und euer Körper, für den ist das natürlich auch erstmal was Neues und macht euch da gar nicht zu viele Gedanken, sondern probiert es erstmal aus. Das wäre so das, was ich euch auf jeden Fall mit an die Hand geben will, genauso wie die richtige Packung Motivation. Ich muss sagen, mich motiviert es immer, wenn ich was auf den Ohren habe. Entweder ist das zum Beispiel Musik oder Podcast oder was ich jetzt auch schon länger teste, ist Blinkist. Und ich muss sagen, ich finde das einfach richtig sinnvoll und gerade bei längeren Läufen ist das etwas, was mich total gut unterhält. Bei Blinkist könnt ihr nämlich Bücher anhören in einer zusammengefassten Version. Also meistens sind die so in 15 Minuten zusammengefasst und ich muss sagen, da sind wirklich alle meine liebsten Bücher, also zum Beispiel von Harald Welzer die Bücher oder ich mag auch total gerne Lean In von Sheryl Sandberg, die ist COO bei Facebook und das ist vor allem für junge Frauen, die Karriere machen wollen, ein sehr schönes Buch zum Lesen oder zum Anhören oder auch die Bücher von Yuval Harari, also da ist echt alles dabei. Auf blinkist.de/Diana spart ihr 20% auf euer Jahresabo. Generell könnt ihr Blinkist jetzt aber auch gerade 7 Tage kostenlos mal testen, also die Premium-Version. Für mich lohnt sich das echt total, weil, wie gesagt, man kann nicht nur seine liebsten Bücher einfach nochmal zusammengefasst sich anhören, sondern man findet auch ganz viele weitere Inspirationen. Meine Freundin Lea benutzt es auch und sie ist zum Beispiel immer ein Riesenfan vom Blink des Tages. Da bekommt ihr immer Empfehlungen und als ich das zum Beispiel aufgemacht habe, war das das Buch Factfulness, was da empfohlen wurde und das ist auch wirklich so ein Buch, was echt meine Weltanschauung geändert hat. Also man kann so viel durch diese App Neues lernen und das aber in einer komprimierten Version. Und gerade beim Laufen finde ich das immer sehr schön, mir so Dinge anzuhören und dann so ein bisschen auch die Gedanken schweifen zu lassen. Also gerade wenn man dann auch mal für einen Marathon trainiert, ist man ja auch mal ein paar Stunden unterwegs und da kann man natürlich einiges auch durchhören. Aber generell auch im Alltag finde ich das sehr angenehm und schaut da für euch auch einfach, was so das Richtige ist. Es gibt auch viele, die es zum Beispiel mögen, wenn man gar nicht sich anhört, sondern dass man sich nur auf die Natur und die Umwelt fokussiert. Das kann natürlich auch sehr schön sein. Was für mich zum Beispiel auch noch ein richtiger Gamechanger eigentlich war, ist es, dass ich mit jemand anderem angefangen habe, laufen zu gehen und zwar mit meiner Freundin Thea. Und ich muss sagen, sie hat mich einfach nochmal total gepusht, auch schneller zu laufen, weil ich einfach jemand bin, der gerne intuitiv läuft und Thea ist da so ein bisschen ehrgeiziger und dadurch habe ich mich richtig gesteigert und wir sind dann auch durch den Sport eigentlich zu richtigen Freundinnen geworden und mittlerweile ist es, wenn wir laufen gehen, wie so ein Coffee Talk on the go, was ich total liebe und was auch einfach sehr wohltuend ist und gerade auch am Anfang, wenn ihr da mit jemandem lauft und parallel dazu redet, dann hat man eigentlich immer ein ganz gutes Tempo, weil man auch nicht zu schnell ist und man achtet sehr auf seinen Atem, dass man dann natürlich auch ja, laufen und reden kann. Also probiert es gerne aus. Was ich euch sonst aber empfehlen kann, wenn ihr gerade keinen treffen könnt oder möchtet, ist es eine digitale Laufgruppe zu machen per WhatsApp. Da kann man sich ja auch quasi online verabreden oder man postet dann immer Bilder rein, wenn man laufen war oder man kann natürlich auch über verschiedene Apps sich so ein bisschen betteln, wer schneller gelaufen ist. Aber da solltet ihr einfach gucken, was für euch gut ist und was sich auch gut anfühlt. Zum Thema Kleidung bekomme ich auch immer sehr viele Fragen und da finde ich, gibt es gar nicht so ein richtig oder falsch. Also guckt einfach, was für euch die optimale Kleidung ist.
Schuhe sind natürlich sehr wichtig. Ich war damals bei einer Laufanalyse bei ASICS im Store und habe dann die Dynafly 3 bekommen und mit denen laufe ich sehr, sehr gerne. Aktuell ist das natürlich dann ein bisschen schwieriger. Guckt da einfach, dass ihr Schuhe habt, die euch gut unterstützen und wo ihr auch merkt, dass ihr keine Schmerzen habt. Also da lohnt es sich echt mal so ein bisschen, die auszuprobieren, weil gutes Schuhwerk ist wirklich die Basis, um dann auch längere Strecken laufen zu können. Und natürlich, dass ihr warm genug angezogen seid. Ich versuche immer Kleidung zu tragen, wo ich nicht so schnell drin schwitze, weil dann wird das ja alles auch so ein bisschen nass und man erkältet sich leicht. Und das wäre jetzt aktuell auch nicht so vorteilhaft. Also guckt einfach darauf, dass ihr Sachen habt, die gut sitzen. Ich mag zum Beispiel Kleidung von Gymshark immer sehr gerne, weil die auch gut komprimieren. Kompressieren? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Oder Lululemon, aber da, wie gesagt, gibt es irgendwie auch kein richtig oder kein falsch. Da hat auch jeder immer was anderes. Wenn es ganz, ganz kalt ist, finde ich es auch immer sehr empfehlenswert, Handschuhe zu tragen oder durch einen Schal zu atmen. Das kann auch sehr hilfreich sein. Und eine Mütze. Und jetzt ein Tipp, der eigentlich so mit am wichtigsten ist und der mir besonders am Herzen liegt. Achtet beim Laufen wirklich auf euch und euren Körper und vor allem eure Gesundheit. Denn beim Laufen kann es so oft passieren, dass man nicht richtig läuft, dass man läuft trotz Schmerzen. Und das ist auf jeden Fall nicht gut, weil das langfristig auch zu chronischen Erkrankungen führen kann. Bei mir war das zum Beispiel auch so im letzten Jahr, als ich für den Marathon trainiert habe. Da war ich dann manchmal über 3 Stunden unterwegs und war mehrmals die Woche ganz lange laufen. Und das war einfach zu viel für meine Knochen, sodass ich dann eine Knochenhautentzündung bekommen habe. Also hier. Ich wäre natürlich gerne einen Marathon gelaufen, aber am Ende hätte es einfach meiner Gesundheit und meinem Körper wirklich nicht gut getan, wenn ich das durchgezogen hätte. Und so habe ich dann einfach einen Monat Pause gemacht und bin dann nur die halbe Strecke gelaufen, was ja auch schon einiges ist, also 21 Kilometer. Und ich glaube für mich, würde ich jetzt fast sogar sagen, ich finde es auch nicht schlimm. Also ich weiß gar nicht auch, ob ich nochmal generell einen Marathon laufen möchte, einfach weil das schon eine sehr starke Belastung für den Körper und auch die Knochen ist. Und da solltet ihr euch einfach drüber im Klaren sein. Und deswegen fühlt wirklich immer nach dem Laufen, ob alles gut ist, ob ihr keine Schmerzen habt, ob nichts knackst oder so. Weil man kann das ja auch ganz leicht immer so ein bisschen unterdrücken. Aber achtet da wirklich drauf. Deswegen ist es auch immer wichtig zu dehnen und auch immer zu gucken, dass man die richtigen Schuhe hat. Denn das Ganze begünstigt es ja dann auch entweder, dass ihr gut lauft oder dass ihr vielleicht auch so lauft, dass es zu irgendwelchen ja, längerfristigen Konsequenzen kommen kann. Ernährung ist natürlich auch eine Sache, die eine Rolle spielt. Ich finde es gerade beim Laufen immer gut, wenn man vorher Kohlenhydrate gegessen hat, also dass ihr energiegeladen seid, die auch lange hält. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen für sich schauen, was so das Richtige ist. Also morgens, wenn ich da laufen gehe, esse ich meistens nichts, weil ich abends dann immer mehr esse. Oder ich esse so eine kleine Banane und gucke wirklich, dass ich nicht zu schwer im Magen bin, aber dass ich auf jeden Fall Energie habe, weil das macht so einen Unterschied, wenn ihr voller Energie laufen könnt oder wenn ihr hungrig und geschwächt seid. Also das ist natürlich auch wichtig, dass ihr darauf achtet. Das Thema Sachen ist auch so eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Also was macht man jetzt mit seinem Schlüssel oder seinen Kopfhörern? Und ich muss sagen, ich habe auch noch keine ideale Lösung gefunden, obwohl ich schon so lange laufen gehe. Man kann seine Schlüssel zum Beispiel an die Schnürsenkel binden. Das finde ich immer ganz praktisch. Aber sonst bin ich auch jemand, der eigentlich die Sachen mit sich rumträgt. Ich habe schon öfters irgendwelche Bauchtaschen ausprobiert, hier am Arm mein Handy festzumachen. Aber irgendwie fühlt sich das alles gar nicht so bequem an. Deswegen trage ich das meistens in meiner Hand. Falls da jemand noch eine bessere Idee hat, gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt aber auch manche Kleidermarken, zum Beispiel bei Lululemon ist es auch der Fall, wo manche Hosen dann nochmal eine Tasche haben für Sachen. Das finde ich dann immer noch ganz praktisch, aber sonst warte ich da gerne auf euren Input. Und das war es eigentlich auch. Das sind so die wichtigsten Sachen, die mir eingefallen sind. Und macht euch einfach nicht zu viele Gedanken, sondern lauft einfach mal los und probiert es aus. Mir hilft es total, den Kopf frei zu bekommen, abzuschalten. Man muss sich da auch nicht zu viel Druck machen. Gerade am Anfang braucht man jetzt nicht einen bestimmten Pace, also dass ihr sagt, ihr wollt irgendwie 1 Kilometer in einer bestimmten Zeit laufen. Das ist erstmal zweitrangig.
Und wenn ihr dann so ein bisschen weiter seid, dann könnt ihr auch irgendwelche Apps nutzen wie Runtastic oder ihr könnt auch einen Fitness-Tracker verwenden. Aber gerade jetzt sollten wir wirklich auf unsere mentale und auf unsere körperliche Gesundheit achten und das dann auch nicht zu sehr strapazieren. Meine Worte zum Schluss. Ich verlinke euch auf jeden Fall Blinkist nochmal in der Infobox. Da findet ihr dann auch nochmal alles bezüglich des Rabatts für euch. Ich muss echt sagen, ich bin total dankbar für diese Kooperation, weil ich es einfach was ganz Wertvolles finde, was den Alltag wirklich bereichert. Und deswegen schaut da gerne mal vorbei. Da ist echt für jeden ein Buch dabei. Ich schreibe euch auch nochmal all meine liebsten Bücher unten rein. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, viel Spaß beim Laufen und bleibt gesund. Tschüss.